Morgen. Frühstück wieder mal mit allem. Meine neue GoPro soll heute kommen. Vor allem 209 Euro inklusive Versand. Neu, neu. 169 Euro gebraucht. Kosten die Dinger. Überholt. Gebraucht, aber überholt. Ist doch Schwachsinn. 209 Euro. Ich glaube, da muss ich mir auch noch ein paar von holen. Ist ja furchtbar. Sind es die, mit denen du gut arbeiten kannst? Ja? Welche ist das? Das ist die Vierer. GoPro 4. Die 5er, die war Schrott beim Fehlkaufen. Die 6er ist ja genauso. Habe ich den Typen da gefragt bei Saturn Media Markt, was ich das war. Das ist auch so gesagt. Der meinte ja, nee, die sind genauso. Die haben gesagt, 2016 den Ton haben sie verbessert, aber das ist eigentlich nicht so. Nicht wirklich der Fall. So, der erste steht schon vor der Türe. Das ist ja, wird man ja erwartet hier, ist ja unglaublich. Guten Morgen. Ja, das kannst du machen. Mensch, ist aber was los hier am Morgen? Das ist ja unglaublich. Plattenreifen. Den müssen wir machen. Wie gesagt, Plattenreifen brauche ich nicht mehr zeigen. Und ich habe im Moment keine Streamkamera. Hatte ich gestern auch schon gesagt. Weil ich die Kamera hier brauche. Meine andere Kamera einen Geist aufgegeben hat. Da ist die Ladebuchse kaputt. Wie immer, jetzt das war der häufigste Defekt bei den Dingern. Und jetzt vlogge ich mit der Streamkamera. Die neue GoPro ist bestellt, sollte heute kommen oder morgen. Und dann schauen wir mal. Na, jetzt wieder weiter mit dem Stream auch. Wenn es euch überhaupt interessiert. Wie gesagt, könnt ihr ja gerne auch mal schreiben, ob ihr einen Stream, ob ihr darauf auch verzichten wollt, könnt, wie auch immer. Ja, dann würde ich das auch sein lassen, weil das zieht ja auch immer ein bisschen Energie. Das müsst ihr entscheiden. Das müsst ihr einfach mal sagen. Ja, also insofern, ich mache jetzt den platten Reifen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Erster Auftrag fertig. Das ist doch auch schön. Wieder ein Haken. Frühstücksgeld verdient. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Der Wolfgang erzählt einen Quark. Ach Wolfgang, was ist nur los mit dir? Hast du keine Brille auf oder was? So, Tisch raus. Ich wollte gestern Abend den Thomas besuchen. Ja, Das wo warst du? Du halb sieben war das. Halb sieben war das. Ja, halb sieben war ich noch auf dem Spielplatz. Mit den Kindern. Was gibt's denn Neues in der Welt, Wolfgang? Erzähl mal. So, am Alex. Günstige Mieten am Rande, Berlin von Berlin. So besteuert waren wir noch nie. Also ansonsten Mama, Mia, das ist eine starke Frau. Oh. Das ist aber langweilig. Also ansonsten gibt es nichts. Werbung. Nichts, gutet. Nichts Neues in der Welt. Mika hat wieder ein Rad hier organisiert. Yoga-Lehrerin. Na ja, natürlich. Du hast der eine nach der anderen. Du hast einen Mehrverschleiß an Yoga-Lehrern als... Die sind immer krank, wenn ich Yoga machen will. Deswegen brauche ich andere. Und deswegen reparierst du mal die Räder oder was? Das habe ich hier, weil sie mich halt einfach so mit reinschleichen lassen in so ein Nobel Hobel Yoga Studio Loft Kreuzberg. Kreuzberger Nobel Hobel. Das sagt schon alle. Die Welt geht bergab. Na, dann leg dir noch eine Runde hin, schlaf noch eine Runde nach. Nee, ach du Quatsch. Nee? Könnte man sterben. Am juckenden Auge? Nee, beim Alten, beim Schlafen einfach. Ach so, das meinst du? Die Gefahr wächst ja, ne? Mit zunehmend. Mika hat einen Kaffee mitgebracht. Kaffee in Dose. Und eine Melone. Und eine Melone. Die lasse ich auch hier, wenn du sie nicht isst. Verteile sie. Ja. Das war genau die Vorstellung. Der stand schon vor der Tür, gleich beim Aufmachen. Aber Papi, hast
hast du jetzt? Wie viele Kunden hast du? Ich habe jetzt, muss jetzt noch einen machen. Das ist ein ganz intensiver Auftrag. Kann ich das machen? Nee, das ist. Also du kannst nicht. Du kannst ja mit dabei sein, aber das dauert wirklich lange. Aber ich will dir dabei helfen, dann geht's schneller. Du bist aber heute Hobby. Du bist ja heute Hobby unterwegs. Mit Hobbyklamotte. Ja, Jungfrau. Willst du trotzdem? Was? Willst du trotzdem mitmachen? Mhm. Was war das? Mit den Sachen? Ja. Okay. Den ersten. Und dann nimm dir mal das Draht mit. Oh, aber wie soll ich das hier? Das schaffst du schon. Okay. Kommst du mit raus? Ich gucke, wie du das machst. Guck mal, wie dir das drin geht. Ich gehe jetzt hier. Wie sagt ihr? Bring my bike here. No, I'll show you the. Or should I bring my bike down? Oh, you bring it up. Yeah. Bring the bell up. Okay. Ganz gerade rauflegen. Das ist ja verdreht hier, ne? Oh. Darf ich das dann reintun? Komm mit rein. Die andere geht in die andere Richtung. Okay, Achtung, ich halte fest. Eine Klingel. Was hat die Frau welche Farbe denn haben? Weiß. Hat doch nicht da. Ich würde pink wäre cool an dem Rad. Was für ein Tag? Ein Tag voller Stress? Ich weiß nicht, was ich bis jetzt aufgenommen habe hier. Es ist unglaublich. Draußen ist Vogelgeschrei. Ich glaube, die räumen da ein Nest aus oder so, die Krähen. Den ganzen Tag rinn raus, Fahrräder rinn raus, raus, rinn raus, rinn raus. Ich komme ja nicht mehr hinterher. So, jetzt muss ich ein bisschen hier unten wieder ordnen. Genau, das habe ich den ganzen Tag. Die sind lauter als die Krähen da drüben. Kindergeschrei. Furchtbar. Ah. So, sitze hier. Boah, Mama, ich habe eine Trinkflasche. Und ich habe einen Power Shake. Mit Pickeln. Mit Pickeln. Oh, lecker Pickel. Hm? Power Pickel. Okay, das reicht. Ach, Leute. Mensch. Für den Tag komme ich aus dem Arbeiten gar nicht mehr raus. Hier, das hört sich nicht mehr gut an, das kloppiert. Das ist ein schönes Mahlwerk. Das muss ab, neue Pedalen ran. Die Bremse hinten, Bremszug muss gemacht werden. Bremse vorne, Bremsbelag muss getauscht werden. So. Wenn ihr wollt, schaut dann dabei zu. Mal gucken. Ja, der zeigt, wie lange basteln, wa? Ja, das ist. Und tschüss. Nur noch Kumpf! Ja, Zeit lang erhalten.
Wo kriegen jetzt so ein Tauchrohr her? Das ist doch scheiße. Mensch, der klemmt's hat doch zu. Ja, aber der Tommy hat hier offen. Der Tommy hat offen, das ist aber schön. Ja, klemmt alle haben sie zu. Nur Tommy hat offen. Tommy hat offen. Tommy hat. Ja, meine Sanitärausstattung ist nicht so doll. Aber sie hat. Also hat ein bisschen was. Aber sie hat, was man braucht. Meine ist im Moment hier auch ziemlich blöd. Ach Mensch, ja, bitte. Tommy, deine Werkstatt ist geil. Und? Perfekt. Na, schau mal in der Guck. Schau mal in der Guck. Direkt aber lange gesucht. Ne? Ja, hallo? Kann ich mir meinen Reifen wechseln lassen? Ich habe auch schon einen Schlauch gekauft. Das ist ja furchtbar. Das kostet auch extra, wenn du noch Material mitbringst. Also. Echt jetzt? Manche Läden machen das so. Ich geb dir mal dein Werkzeug wieder hier. Ja, bitte, danke. Und das hier lass ich dir mal da, weil vielleicht braucht mal irgendjemand so ein Ding oder die Halogenbirne, okay? Ja. Dann hast du was da. Oder ich leg's dir mal besser vorne hin, ne? Ja, danke. Und dann rauche ich einen, dann komme ich zum Zahlen. Ist ja wahr. So machen wir das. Also machst du das. Ja, mach mal. Danke. Schönen Tag, Mensch. Bis dann. Ciao, ciao. Na so, dann gehen wir mal schauen jetzt. Wenn du noch einmal mit deinem eigenen Material kommst, dann geht's aber. Ja, ich zehn Peitschen lieber. Das geht nicht. 1 Stunde 33 für irgendeinen Scheiß, ey. Läuft nicht, fertig aus. Lass mal aufhören. 1 Stunde 33, das sagt mir nichts dafür jetzt. Das ist Quatsch. Wolf ja im Grunde. Oh Mann, Stress vorbei. So, jetzt deins. Da liegt noch so ein Mantel. Hä? Da liegt noch so ein Mantel. Ja, der ist nicht von dir. Ich dachte schon. Der ist total schrott. Ich bin riesen. So, Tommy ist alleine. Das war's für heute. Ich bin total fertig, ey. Da ist hier viel zu tun. Viel Stress, viel Laufen. Die Aufträge waren ja nicht so doll hintereinander, aber doch schon ein paar. Aber viel Gequatsche, Vermietung, Umräumen vom Laden, weil da irgendein Rad, ein spezielles Rad gewünscht wurde. Einer vom Film war heute da, wollte Räder mieten. Hat sich alle Räder angeguckt. 1,5 Stunden mit dem gequatscht.
und Räder sortiert. Und auch und am Ende hat er Kind mitgenommen. Auch ärgerlich. Aber er kommt vielleicht die nächsten Tage. Mal schauen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.